So, da bin ich wieder und es geht dann los mit dem Angriff. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Das ist gut, dann können wir nämlich ballern, was das Zeug ist. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Bring sie zur Strecke! Gehört? Ja, okay. So, pum 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 pum. Nach unseren bisherigen Beobachtungen war es zu erwarten, dass die Aliens über eine Einheit verfügen, die auf den Kampf an vorderster Front spezialisiert ist. Jetzt sind die Dicken anscheinend da. Anscheinend ist es diese massige Kreatur. Ich beneide niemanden, der es mit diesem Ding aufnehmen muss. Ich glaube, das wird unsere
Gott sei Dank. Mir geht's gut. Instruieren, dass sie sich mit dem Einsatz von Sprengkörpern zurückhalten. Das ist mir sowas von Latte. Zerstören aber auch die Artefakte, die wir von den Leichen werben wollen. Das weiß ich, aber ich will. Ich will keine Soldaten verlieren. Allem voran hat das oberste Priorität. Feind in Sicht! Scheiße. X-Rays kommen von der Seite! X-Rays kommen von der Seite! X-Ray ausgeschaltet. Oh Mann, jetzt haben wir ihn verklebt. Gott sei Dank. Geil, geil, hab ich ein Schwein. Geil, hab ich ein Schwein. Oh Mann, hab ich ein Schwein. Schwein, Alter, hab ich ein Schwein. Gott sei Dank. Danke, danke. Hör mit dem Jammer auf! Baby, alles wird gut. So. Still, habt ihr was gehört?
Packen wir es an. Hier zum Angriff über. Habt ihr was gehört? Der Bordcomputer der Aliens könnte bei unseren Untersuchungen extrem nützlich sein. Bringen Sie ihn möglichst unbeschadet zur Basis zurück. Jo, das mache ich. Hoffentlich. Das sind die Gegner, mein Freund. Nun, da sind sie. Der Feind rollt an. Hey, ich bin ja wohl dran, ne? Ausgezeichnete jetzt. Arbeit. Das war's. Wieder zwei Beförderungen, das ist gut. Gefahrenzone erhöht den Jappen. Das machen wir. Und dann haben wir hier den Opportunisten und den Scharfrichter. Ich nehme wieder den Opportunisten. So.
Toll hier. UFO-Energiequelle wieder beschädigt. Computer auch. Die UFO-Energiequelle da. 102 wo war das da? Alien-Legierung, geil. Das ist doch mal was. 2 Tage noch. Einrichtung bauen. Yes, okay. 2 Streulaser, Lasergewehr. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Doppelt so viel passt nicht. Forschung war noch. Kommandant, ich verstehe, dass das Überleben unserer Truppen Priorität hat. Aber jedes Alien, das wir in die Luft sprengen, verringert die Chance, neue Artefakte zu bergen. Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen in Gang sind. So, Ingenieure. 4 Stück. Ingenieure brauche ich. Geld brauche ich auch. Aber ich nehme... Was ist das? Das ist eine Rekrut-Unterstützung. Halt, Moment. Fällt gerade ein. Bauen. Dahin, Schalenrüstung. Einmal herstellen. So. Narvesis, Gold, Medikit. Nennen wir das. So, dann geht's jetzt nach Rio de Janeiro. Oder hätte ich einen Pulsbogen, noch einen zweiten Pulsbogen, wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber schwer. Warte mal, dann kriegst du... Gib du mir den mal wieder zurück. Du bekommst... Oder? Der kann weiterlaufen. Nee, das bleibt so. Warte mal. Der kann weiterlaufen. Das heißt, er kann dann auch schneller zur Hilfe eilen, ne? So, Pulsbogen, Medikit, Medikit. Oh, Nanofaserweste. Scope, Scope, okay. Halt.
Waffe. Ding. Ding. So. Dann schwer. Der kriegt. Dann. Und der. Die haben noch keine. So, dann geht's los. Wollen wir unseren Gegner mal plattwalzen? Haha. Entführung durch. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Alles klar. Gehen wir runter. Die brasilianischen Behörden haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel. Kein Problem, Brasiliano. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Mir Erde drauf, Weichei. So.
So, wo sind... Ah, da sind sie. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht alleine sind. Da sind sie. Wieso kann ich mit dem nichts machen? Das verstehe ich nicht. Also nicht im Feldpass, ein Dingsbums und so. Naja, präzis. Echt guter Boden, aber dann komisch. Wieso kann der nicht in Deckung gehen? Sie rücken vor! Boah, Alter, was geht ab? 9 Schuss jetzt. Mach ihn platt. Sie rücken vor! Nein, nein, nein! Oh Gott! Das Ding fliegt in die Luft! Wir haben es geschafft, Kommandant. Oh,
beinahe noch einen Soldaten verloren, ey. Gut. So, und damit haben wir, yes, neue Ausbildung. Bestätigen, tiefe Taschen. Was haben wir denn? Bringt ein weiteres freies Fach ins Gepäck. Ja, geil. Oh, cool. Geil. Tiefe Taschen, unauffällig. Ja, das ist gut. Teilweise Deckung wird als volle Deckung gewertet. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Schauen. Großbritannien, Deutschland. Okay. Weitere Zentren erforderlich. Ja. Jetzt brauche ich Geld. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ja, Frist ein Tag. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Laserkanone. Zusätzliche Werkstatt online. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Das Labor. Hey, wo kommen denn die paar Kröten her jetzt? Ich habe doch eben 37 gehabt. Aha. Als nächstes, oh scheiße, ja, dann müssen wir als erstes das machen und dann kommt das. Ich habe 15 Legierungen. Quatsch, danke. Ah, okay. Scheiße, ich hätte Legierung für Dings benutzen sollen, für das hier. Dann, damit ich den endlich, weil ich hab schon die hier nach dem Skelettanzug kommt der Dingsbums hier, wie heißt denn der? Warte mal. Chrysaliden, genau, hier. Entschuldigung, der Chrysalidenpanzer, der nochmal eine Stufe besser ist. Anfrage von Asien. Die Energieversorgungssysteme, die wir aus dem U-Boot geborgen haben, sind vielleicht die wichtigsten, was wir bislang an Alien-Technologie entdeckt haben. Wir könnten die Feinheiten dieses Gerätes noch jahrelang erforschen, doch durch die Dringlichkeit unserer Situation waren wir gezwungen, uns bei der Entwicklung mehr auf die theoretische Analyse zu verlassen, als mir lieb ist. Trotz der Risiken, die mit der Demontage und den Imitation dieses Gerätes verbunden waren, haben wir einen kleinen Schritt in Richtung einer angepassten eigenen Energiezelle gemacht. Die wichtigsten Entdeckungen war, dass ein Element, das wir Illyrium bezeichnen, die Hauptkomponente ist und den Aliens eine fast unbegrenzte Menge an Energie liefert. Obwohl wir immer noch eine Menge zu lernen haben, sollte es da der Technikabteilung auf der Basis unserer Erkenntnisse möglich sein, mit der Produktion einer Energiezelle zu beginnen. Auf jeden Fall werden wir das Illyrium weiter analysieren, bla bla, Illyrium-Kraftwerk. Juhu, noch besseres Kraftwerk. Illyrium.
mit den gewissen Partikeln beschlossen wird und es fast unausschöpfliche Energie für die Aliens. Na gut, dann haben wir das jetzt. Das ist nachdem wir das merkwürdige Material, das wir im Alienschiff gefunden haben, komplett analysiert haben, ist es völlig klar, dass es kein Element ähnelt, das auf der Erde vorkommt. Seine Atomstruktur hat die ungewöhnliche Eigenschaft, gewaltige Energie mit extremer Effizienz zu produzieren. Wenn es mit beschleunigten Partikeln beschossen wird, die möglichen Anwendungsmöglichkeiten wären grenzenlos. Doch im Moment konzentrieren wir uns auf die Bereiche Antrieb und Energieversorgung. Dieses Element kommt allerdings in unserem Sonnensystem nicht so vor. So dass wir mit unserem begrenzten Vorrat sparsam umgehen sollten. Persönliche Anmerkung von Dr. Wahlen. Man muss sich das mal klar machen. Alleine dieses eine Element hat das Potenzial, die Energieversorgung und damit die gesamte Weltwirtschaft auf den Kopf zu stellen. Wenn wir eine Quelle für dieses Material finden können, wäre unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in einem Jahrzehnt Geschichte. Dieses Element herzustellen übersteigt unsere Fähigkeiten. Wir können nur verwenden, was wir in Raumschiffen, okay. Dies ist das körperlich aggressivste Exemplar, das wir bisher entdeckt haben. Die Truppen nennen es liebevoll Muton. Ich kann nur vermuten, es gibt eine interessante Geschichte zu diesem Namen. Ja, das kann ich auch nur vermuten. Laserpistole, Lasergewehr, Lasergewehr. Ich habe aber nur 11. Ein Gewehr kann ich machen. Machen wir das mal. Yes. Okay. Was ist das? Wieso 503er? Wieso ist das weniger? Wieso ist das weniger? Wieso ist das weniger? Ich habe doch nichts verloren hier. Achso, weil meine Ausgaben größer geworden sind. Haha. Aber meine Einnahmen nicht höher. Mal rein. Und dann geht's weiter. Mutantenautopsie. Fertig. Oh, schon wieder so viel zu lesen. Mit über 2 Meter Größe ist dieses Wesen schon optisch beeindruckend, aber das Massenverhältnis zwischen Muskeln und dem Rest der Körpermasse ist einfach atemberaubend. Seine Knochen sind extrem haltbar, dabei aber federleicht und es scheint überhaupt kein Fettgewebe außerhalb der Muskeln zu besitzen. Es gibt kein einziges Körperteil, das nicht genetisch auf den Einsatz im Kampf hin perfektioniert wurde. Diese Mutons, ein Spitzname, den die Soldaten ihnen gegeben haben, werden eindeutig von Geburt an gezüchtet und modifiziert, bis sie wie eine Art organischer Kampfpanzer fungieren können. Dann sind die Mutons in der Lage, überirdische Mengen an Schaden wegzustecken und ihre Schmerzgrenze liegt unfassbar hoch. Während der Autopsie haben wir einige Tätowierungen mit rituellen Symbolen und ungewöhnlichen Zeichen entdeckt, was auf eine frühere Stammeskultur der Mutons hinweist. Uns fielen außerdem viele deutliche Übereinstimmungen zwischen dem genetischen Aufbau von Mutons und Schwebern auf. Ich kann natürlich nur raten, was die Aliens damit bezwecken, aber es sieht so aus, als seien die Schweber früher selbst Mutons gewesen. Wenn die Aliens mit der Psychologie der Mutons experimentiert haben, könnten die Schweber ein Abfallprodukt ihrer weniger erfolgreichen Versuche sein. Im Gefecht kann den bla. So, dann Alien Navigationsdienst. Und die Titanrüstung ist auch schon da. Wow, ich habe keine Legierung. So. Besuche, Energiequelle und so weiter und so fort. Nein, Quatsch, wo gehe ich denn hin? Auch nicht dahin, so. Was
gibt's dafür? Vier Wissenschaftler. Na gut. Erfüllt. Und weiter geht's. Wir hatten Gelegenheit, diese Geräte in Grenzen zu untersuchen. Wir haben entdeckt, dass sie eine Art verschlüsselter Alien-Daten enthalten, aber sie sind auch mit internen Energieversorgung ausgestattet, die bei ihrem Erschlöschen jeden Zugang zu dem Gerät sperrt. Die einzige Art, wie wir uns herantasten konnten, war, die interne Energieversorgung durch ein grob zusammengelötetes Interface umzulenken. Das alle Abschaltsequenzen umgeht. Die Alien-Daten selber erwiesen sich allerdings als ein noch größeres Hindernis, da wir es hier mit einer Programmiersprache zu tun haben, die nicht das Geringste mit der gemeinsamen hat, was wir unter Programmiersprache verstehen. Zum Glück ist das Forschungsteam recht fähig und so setzten wir schnell eine Gruppe unserer besten Analytiker und auf dieses Problem an. Wir konnten bereits die ersten Muster in den außerirdischen Verschlüsselungsalgorithmus erkennen und kleine Informationsbrocken herausfiltern, die wir in unsere Forschung einfließen lassen. So, okay. Das heißt, das Signal... Oh, vier Stück können wir jetzt. Yeah, mit einem einzigen vier Stück. Das ist doch was Geiles. Neues Jagdflugzeug, aber da brauchen wir ordentlich Sachen für. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. 300 Tacken, 25 Liege und 2 UFO-Flugcomputer. Dafür kriege ich 8 Energie... Achso, das ist der nächste Kristallmoment. Ja. Der nächste Kristall. Benötigt 8 Energie. Ich habe 4, sehr passt. Ja. Commander, der Rat möchte Sie sprechen. Die sichere Übertragung startet jetzt. 168-2 Ingenieure. Ein Freund des Rats wurde in der Stadt von Aliens angegriffen. Okay. Startet den Einsatz. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ich auch. Und was ich noch mehr bin, ist scharf drauf, endlich genug Knete wieder zu haben und hier ordentlich einzukaufen. So, das. Und der hat jetzt Granaten, Alter. Ey, wie geil ist das bei dir? Der hat jetzt einen extra Slot, ey. Aber das ist nur bei dem. Das ist natürlich ärgerlich, dass es nur dieser eine, also nur die, welche Klasse ist denn das? Unterstützung. Aber was soll? Dann haben wir hier 12, dann machen wir das, hat er 14 Punkte. Kaserne, Offizierschule, Quatsch, hier Soldaten. Okay, alle trainiert. Allerdings, Bergung. Weiter. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Ist eingestellt. Wieso speichert der das jetzt hier auch? Das ist doch doof. Das müssen die gepatcht haben wahrscheinlich. Nicht so gut. Na gut, so, dann geht's los, oder? Warte mal. Ja, dann würde ich mal sagen, noch nicht. Geht's noch nicht los, sondern wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn es heißt XCOM Enemy Unknown. Und ich sag jetzt tschüss.